Nein, sieht so aus, als wäre die Sandburg der Welle nicht gewachsen. Ich frage mich, ob ich eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Ja, du hast recht, Tabs. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich muss mir selbst eine Sandburg bauen. Ich werde den Baggerarm und die Spinnenbeine brauchen. Baggerarm, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lasst uns eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird. Jetzt müssen wir uns selbst auf Sandburggröße bringen. Schrumpfen! Spür die kühle Meeresbrise, Tabs. Wow! Moin, ich bin Krabbi die Krabbi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ach du meine Güte, ich kenne meine eigene Stärke nicht. Hi, Krabby. Ich bin's, Blippi. Und das ist mein Blippi-Mobil. Ich liebe das Ding. Machst du gerade eine lustige Fahrt? Eigentlich, Krabby, habe ich mich gefragt, ob man eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Da bist du genau bei der richtigen, Krabbe. Ich bin ein Planer, ein Graber und ein Baumeister. Ich kann dir helfen, Blippi. Super. Also, als erstes werden wir ein Graben ausheben. Das ist ein schickes Wort für ein Loch. Also, das Wasser fließt in das Loch und spült nicht weg, was dahinter ist. Also, lasst uns graben! Graben, 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 graben. Wow, was für ein Loch! Nun lasst uns die Sandburg bauen. Du hast recht, Tabs. Wir werden eine Schaufel brauchen. Fertig! Erfolg! Wow, du hast es schon gebaut, Krabby. Und unser Graben ist perfekt. Der Graben ist das Loch, das wir rund um die Sandburg gegraben haben. Toller Wassergraben und die beste Sandburg aller Zeiten. Achtung, Welle! Der Graben hat funktioniert, Krabby. Das heißt, ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage. Kann ich eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird? Ich kann. Indem ich ein Loch drumherum mache, um das Wasser aufzufangen. Lade die Antwort hoch, Tabs. Danke, Krabby. Tschüss, Blippi. Und immer schön weiter graben. Oh, schau dir das süße kleine Eichhörnchen an, wie es ein Loch gräbt. Hast du gesehen, wie es die Nuss vergraben hat? Stimmt, Diebo. Wir müssen die Antwort wissen. Ich frage mich, warum vergraben Eichhörnchen ihre Nüsse? Ich werde den Baggerarm und die Flügel brauchen. Baggerarm, Flügel, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfe! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Schau, Diebo, das ist eine Eiche. Das ist eine Nussart und Eichhörnchen lieben sie. Ja, Eichhörnchen, Eichhörnchen, wir haben eine Eiche. Nüsse, Nüsse, ich brauche mehr Nüsse. Ich kann gar nicht genug Nüsse bekommen. Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist mein Freund Diebo. Wir haben eine Nuss für dich gefunden. Nuss? Oh, danke für die Eiche, Blippi. Mein Name ist Sparky. Ich bin so etwas wie ein Nussexperte. Dann musst du uns sagen, Sparky, warum vergraben Eichhörnchen ihre Nüsse? Was? Du vergräbst deine Nüsse nicht? Hm? Oh, komm mit mir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen Nüsse, Nüsse, Nüsse und noch mehr Nüsse. Das ist der Garten, mein Lieblingsplatz, um Dinge zu sammeln und zu vergraben. Weißt du, ich kann 25 Dinge pro Stunde vergraben. Das ist eine Menge, was du vergräbst. Wie kannst du dir merken, wo du alles vergraben hast? Ich bewahre alles hier oben in meinem alten Pilzkopf auf. Mein Gedächtnis ist unglaublich. Denkst du, du kannst dich so gut erinnern wie ich? Klar wollen wir das. Willst du es versuchen? Okay, jetzt pass auf. Okay, weißt du noch, wo ich die ganzen Eicheln vergraben habe?
Natürlich wissen wir das. Easy peasy. Keine Eichel. Das ist schwieriger, als ich dachte. Hallo, leckere Walnuss. Wir können keine Eicheln finden. Das stimmt, denn ich verstecke meine Nüsse so, dass nur ich sie finden kann. So bewahre ich sie sicher auf und grabe sie dann im Winter aus, wenn ich hungrig bin und das Essen schwieriger zu finden ist. So cool. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Warum vergraben Eichhörnchen ihre Nüsse? Eichhörnchen vergraben ihre Nüsse und andere Dinge, damit sie sie später essen können und im Winter genug zu futtern haben. Lade die Antwort hoch, Diebo. Tschüss, Buggy. Bye-bye. Und schön weitergraben. Lecker. Diese Truthahn-Sandwiches werden köstlich sein. Oh, was für eine Sauerei. Hey, schau mal, wie die Fliege an der Decke läuft. Ich frage mich, wie können Fliegen an der Decke laufen? Ich brauche Flügel und Spinnenbeine. Flügel, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Hey, Diebo! Ich glaube, ich kenne diese Fliege. Das ist Horace! Hallo, Blippi! Wie geht's denn so, Kumpel? Wie bist du denn an die Decke gekommen? Oh, das ist ganz einfach. Guck mal! Hopp, hopp. Tada! Wow! Jawohl, Majestät, die Decke ist meine persönliche Tanzfläche. Jetzt versuch du es. Los geht's. Wow. Warum kann das Blippi-Mobil nicht an der Decke stehen? Was ist das für ein Trick? Hier ist der Trick. Du musst kleben. Kleben? Weißt du, meine Füße machen einen super klebrigen Kleber, mit dem ich an der Decke kleben kann. Hier, probier mal. Von mir aus gerne. Und los geht's. Wow! Wow! Jetzt klebe ich auch an der Decke. Sieh dir die ganze Sauerei an. Oh. Oh, der Kleber hat uns festgeklebt. Das liegt daran, dass du den Flyleg-Twist nicht machst. Den Flyleg-Twist? Stimmt genau. Der Fliegenlein ist so stark, dass wir uns zum Laufen von der Decke abstoßen müssen. Etwa so. So in etwa? Genau so. Und jetzt los geht's. Mach den Flyleg-Twist, mach den Flyleg-Twist. Krieg die Füße frei, wenn du so gehst. Wir haben es geschafft. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie die Fliegen an der Decke laufen. Fliegenbeine haben einen speziellen Kleber, der sie an der Decke festhält. Lade die Antwort hoch, Diebo. So, ich gehe jetzt ein bisschen was essen, ne? Bis später, Blippi. Tschüss, Horace. Wow, dieses Spinnennetz sieht toll aus. Du hast recht, Diebo. Spinnennetze sind wirklich sehr kunstvoll gestaltet. Ich frage mich, wie machen Spinnen ihre Netze? Ja, lass uns eine Spinne suchen, die wir fragen können. Ich brauche Flügel und Spinnenbeine. Flügel, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Bonjour, ich bin Spencer. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um meine neueste künstlerische Kreation zu sehen. Hey, ich bin's, Blippi. Machst du jetzt ein Netz? Oh weh, es wird mein größtes Meisterwerk werden. Das netzigste Netz aller Zeiten. Oh, willst du helfen? Ja!
Ich will unbedingt lernen, wie Spinnen ihre Netze machen. Es ist Zeit zum Erschaffen. Ich bin gleich wieder da. Oh, Blippi, du kannst mein Alter und Prüfer sein. Mein Netz wird ein kreisförmiges Design mit ein paar Dreiecken in der Mitte sein. Welche Art von Schnur benutzt du für dein Netz? Ich benutze Seidenfäden, die ich selbst erstelle. Und sie schießen mir aus dem Bauch. Für eine Spinne oder einen Käfer sind diese Fäden so stark wie Stahl. Das ist so cool! Als nächstes die Kreise, um ein Meisterwerk zu vollenden. Kannst du diesen Strang festhalten, Blippi? Yeah! Wow! Es ist eine Kreisform! Oh, perfekt! Schnapp dir den Strang, Blippi, und schwing dich raus, um nachzuschauen. Wow! Unglaublich! Warte! Ist das ein Bild von mir in deinem Netz? Was bist du? Mein Meisterwerk! Jetzt kannst du es testen! Brell dagegen! Schau, ob es hält! Hui! Wow! Der klebrige Teil ist dafür da, um Käfer zu fangen. Dein Netz ist wunderschön und nützlich, Spencer. Und du hast meine Frage beantwortet, wie Spinnen ihre Netze machen. Sie benutzen super starke und klebrige Seidenfäden, um ein Netz mit coolem kreisförmigen Muster zu schaffen. Antwort hochladen, Debo. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie man ein perfektes Netz macht, Spencer. Bye-bye. Au revoir. Danke. Irgendwas bringt mich zum Niesen. Ich frage mich, warum niest man eigentlich? Ja, es ist an der Zeit, die nächste Nase zu finden und zu sehen, was da drin passiert. Ich brauche Raketenbooster, einen Greifarm und Spinnenbeine. Raketenbooster, Greifarm, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Juhu! Ab in die Nase. Hier ist es wie in einer Höhle. Hallo! Hallo! Hey, ich bin's, Blippi! Und wer bist du? Ich heiße Petunia und bin ein Stück Blütenstaub. Ich bin zwar klein, aber ich kann große Dinge bewirken. Wie ein Nieser? Du hast es erfasst! Wenn ich unter Leuten bin, belästige ich sie. Und besonders gerne belästige ich Nasen. Komm schon, tanz mit mir. Oh, keine Sorge, es ist nur eine Nase. Sie wird nicht beißen. Außerdem macht es Spaß. Also, damit bringt man jemanden zum Niesen? Das ist erst der Anfang, denn es kommt ein Nieser. Pass auf! Das war gar nicht so schlimm. Es sieht so aus, als wären wir in einem Dschungel. Das ist alles Haar. Es soll Pollen wie Milch und andere Dinge wie Staubpartikel aus der Nase fernhalten. Nun, das funktioniert nicht. Oh, es macht Spaß zu nerven. Wird das einen Nieser verursachen? Das hoffe ich doch. Oh, jetzt kommt ein Taschentuch für uns. Lauf! Also gut, jetzt nerven sie wirklich an der Nase. Kitzelt mehr. Kommt jetzt ein Nieser? Ja, da ist es. Na, 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 na. Oh nein! Popeye! Wir haben es geschafft! Ja, und ich habe die Antwort auf meine Frage. Warum niest man? Man niest, wenn kleine Dinge wie Pollen in die Nase gelangen und sie reizen. Antwort hochladen, Debo. Okay, wir sehen uns, Blippi! Tschüss, Petunia! Heiliger Bimbam, ein Vulkan! Das stimmt, Debo. Wenn ein Vulkan ausbricht, kommen Rauch und heiße Lava aus ihm heraus.
Ich frage mich, was ein Vulkan zum Ausbruch bringt. Tolle Idee! Wir gehen ins Innere des Vulkans und finden es heraus. Ich werde Flügel, Spinnbeine und ein Hitzeschild brauchen. Flügel, Spinnbeine, Hitzeschild bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Lasst uns durch diesen Seitenschlot in den Vulkan gehen. Wow! Wow! Ist das heiß hier drin? Hallo ihr, ich bin Maggie, das Magma-Monster. Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Debo. Wir wollen lernen, was ein Vulkan zum Ausbrechen bringt. Blippi und Debo, ihr könnt euch auf einen echten Leckerbissen freuen. Unter uns, tief in der Erde, schmilzt die Hitze des Planeten Gestein zu Flüssigkeit. Auch bekannt als Magma, so wie ich. Du hast recht, Debo. Es ist wie in einem unserer Lieblingsspiele. Der Boden ist Lava. Wow! Magma wird zu Lava, nachdem es aus einem Vulkan ausgebrochen ist. Ich schätze, ich bin also der Boden. Wow! Wir kommen immer höher. Das liegt daran, dass je mehr Gestein unten schmilzt, desto mehr Magma steigt hier in der Kammer auf. Hey, ich frage mich, wo das hinführt. Pass auf, Blippi! Magma! Das war knapp. Maggie, du füllst jetzt fast die ganze Höhle. Ja, und während ich wachse, nimmt der Druck im Vulkan zu, bis wir die Erdkruste durchstoßen. Halt dich fest! Viel besser. Maggie, was für ein Spaß. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie kommt es zum Ausbruch eines Vulkans? Ein Vulkan bricht aus, wenn das heiße Magma in seinem Inneren Druck aufbaut und die Erdoberfläche durchbricht. Antwort hochladen, Debo. Das war lustig, Blippi. Ich hoffe, du hast es mit Lava gemacht. Das haben wir. Bye-bye, Maggie. Was gibt es Besseres als ein leckeres Stück Obst? Du hast recht, Debo. Gemüse ist auch sehr lecker. Ich frage mich, was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Super Vorschlag! Wir gehen in diesen Garten, um es herauszufinden. Ich werde Flügel und den Greifarm brauchen. Flügel, Greifarm bestätigt. Okay, okay, Artischocke. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Okay, wir sind in einem Gemeinschaftsgarten, in dem alle Arten von Obst und Gemüse wachsen. Schau mal, da ist gerade eins. Kommt herbei, ihr seid die nächsten Teilnehmer von Slim Cucumbers zertifizierten Frische-Game-Show. Fruit or Vegetable. Sagt ihr uns euren Namen? Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Debo. Also, Blippi und Debo, ein kurzer Überblick, bevor wir anfangen. Alle Früchte haben einen Kern oder Samen in sich und wachsen an einer Pflanze mit Blüten. Früchte haben Kerne oder Samen und immer Blüten. Verstanden. Aber Gemüse ist anders. Es besteht aus einer Wurzel und Blättern. Okay, auch verstanden. Ausgezeichnet. Lasst uns spielen. Sag mal, Blippi, ist diese Karotte eine Frucht, oder? Oh, die Karotte ist ein Gemüse, weil sie eine Wurzel ist und Blätter hat. Das ist richtig. Aber kann Blippi auch 2 für 2 nehmen? Sag mal, ist die Tomate eine Frucht oder ein Gemüse? Das ist schwierig. Okay, eine Tomate wächst aus einer Pflanze, aber sie hat auch Samen. Ist sie auch ein Gemüse? Oh, tut mir leid. Eine Tomate ist eine Frucht. Und jetzt deine letzte Frage. Blippi, kannst du mir sagen,
ob diese Erdbeere eine Frucht oder ein Gemüse ist. Die Erdbeere ist eine Frucht. Ja, die Erdbeere ist eine Frucht. Und du hast zwei richtige Antworten gegeben. Das heißt, dieser Pokal gehört ganz dir. Wahnsinn. Danke, Mr. Slim. Und ich habe auch die Antwort auf meine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Gemüse sind Wurzeln und Blätter. Und Früchte haben Blüten und einen Kern oder Samen. Antwort hochladen, Debo. Auf Wiedersehen, Mr. Slim. Glückwunsch an dich, Blippi. Das ist unser Spiel. Ich bin Slim die Gurke und übrigens seine Frucht. Begrüßen Sie das nächste Mal unseren Gast, Madame Mango, bei Obst oder Gemüse. Wow, ich liebe unser cooles Blippi-Mobil. Du hast recht, Debo. Unser Auto hat wirklich erstaunliche Dinge. Ich frage mich, wie sahen die ersten Autos aus? Gute Idee. Wir können weit in die Zeit zurückgehen und eines der ersten Autos sehen. Ich werde Helikopterblätter brauchen. Helikopterblätter bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. In der Zeit zurückreisen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Wir sind gerade über 100 Jahre zurückgereist. Ich frage mich, wessen Haus das ist. Es ist meins. Mein Name ist Blippi. Und wie heißt du? Hey, ich bin's, Blippi. Warte, bist du mein Urgroßvater? Ich glaube, das bin ich. Komm her, zukünftiger Blippi-Urenkel. Opa, wir sind hier, um herauszufinden, wie die ersten Autos aussahen. Gutes Timing. Ich werde gleich mit meinem allerersten Auto eine Runde drehen. Hotdog, ist das nicht ein Prachtstück? Cool. Also, wie springt es denn an? Diese Kurbel erzeugt Funken. Die helfen, den Motor zu starten. Der Motor ist angesprungen. Es sieht so aus, als ob in deinem Auto nur zwei Leute passen. Und keine Sicherheitsgurte. Sicherheitsgurte geben dir Sicherheit. Hotdog, Sicherheitsgurte. Okay, auf geht's. Auf die Spitze des Hügels. Wir haben es geschafft. Ich wusste es. Und jetzt geht's runter. Oh nein, Debo! Wow! 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 Hat das Auto denn keine Bremsen? Klar ist das! Das war wirklich cool! Hotdog! Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie sahen die ersten Autos aus? Man musste eine Kurbel drehen, um sie zu starten. Die Autos hatten nur zwei Sitze und man zog einen Handhebel für die Bremsen. Lade die Antwort hoch, Debo. Tschüss, Opa Blippi. Viel Spaß und gute Fahrt. Tabs, diese Hüpfburg ist nicht von dieser Welt. Ich frage mich, wie es wohl wäre, auf dem Mond zu hüpfen. Tolle Idee, Tabs. Wir können auf dem Mond fliegen und es herausfinden. Ich werde einen Raketenantrieb, einen Baggerarm und Froschbeine brauchen. Düsen, Baggerarm, Froschbeine, bestätigt. Okay, gehen wir auf Erkundungstour. Das Blippi-Mobil ist bereit, in ein Abenteuer aufzubrechen. Und da ist der Mond! Yeah! Okay, Zeit zum Landen. Hey, das kitzelt. Wer bist denn du? Ich heiße Rocky, der Mondfelsen, weil ich ein Felsen bin. Hey, Rocky, ich bin's, Blippi. Und das ist Tabs. Wir sind hier, um herauszufinden, wie es ist, auf dem Mond zu hüpfen.
Ich habe es selbst noch nie probiert, da ich ein Fels bin. Aber mal sehen, ob ich es schaffe. Einfach aufstehen. Sehr gut. Lasst uns hüpfen. Ich fühle mich hier oben leicht wie eine Feder. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß haben kann. Es ist erstaunlich, dass wir so lange hier oben bleiben können. Warum dauert es so lange, bis wir runterschweben? Na, wegen der Schwerkraft. Das ist die unsichtbare Kraft, die deine Mondschuhe auf dem Boden hält. Sie zieht alles wieder nach unten. Aber, auf dem Mond ist die Schwerkraft viel geringer als auf der Erde, weil der Mond so viel kleiner ist. Ach, deshalb schweben wir auch so lange. Ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie wäre es denn, auf dem Mond zu hüpfen? Es macht so viel Spaß und die Sprünge sind wirklich groß, weil es auf dem Mond weniger Schwerkraft gibt als auf der Erde. Antwort hochladen, Tabs. Wir fühlen uns, als würden wir schweben, aber die Schwerkraft zieht uns langsam wieder nach unten. Tja, 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 tja. Danke für die beste Zeit, die ich, Rocky der Mondfelsen, je hatte. Tschüss, Rocky. Immer schön weiterhüpfen, Blippi. Wow. Wow, schau dir die Enten an, die im Teich schwimmen. Genau, Debo. Es muss doch einen Grund geben, warum Enten nicht untergehen. Ich frage mich, wie Enten schwimmen können. Gute Idee. Fragen wir doch die dort mal. Ich werde Entenfüße und Flügel brauchen. Entenfüße, Flügel bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Hier, Entchen, Entchen. Hier, kleines Entchen. Wow! Große Ente! Halt dich fest, Debo! Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Debo. Hallo, Blippi und Debo. Ich bin Daglon. Willkommen im Teich. Wollt ihr hier schwimmen? Nun ja, wir sind eigentlich hier, weil wir wissen wollen, wie du schwimmst. Oh, darüber habe ich noch nie richtig nachgedacht. Oh, wir Enten paddeln mit unseren Füßen ganz viel. Willst du es dir ansehen? Gute Idee. Oh, seht euch das an. Wir können nicht nah genug herankommen. Du hast recht. Wir haben unsere Ferngläser. Wow! Was denkst du? Du hast wirklich Schwimmhäute an den Füßen. Debo hatte recht. Du hast aufgehört zu paddeln und treibst immer noch. Es sind, glaube ich, nicht meine Füße, die mich treiben lassen. Oh, ich habe eine Idee. Treiben hat vielleicht etwas mit unseren Federn zu tun. Hey, Terry, lass Blippi einen Blick unter deine Federn werfen. Das ist ein Federtunnel hier drin. Und die Federn sind irgendwie ölig. Ich will sagen, wir machen ein spezielles Öl, was unsere Federn wasserdicht macht. Wasserdichte Federn! Wow, ist das eine Blase? Blasen? Was du nicht sagst. Das ist Luft. Die Luftblasen schweben in den Federn wie ein Ballon. Oh, die Luftblasen helfen uns etwa so beim Schweben. Hey, Terry, wir haben Luftblasen in unseren Federn. Das stimmt. Und jetzt habe ich die Antwort auf meine Frage. Wie können Enten schwimmen? Entenfedern fangen Luftblasen ein. Die Luft schwimmt im Wasser, also schwimmen Enten. Antwort hochladen, Debo. Danke für alles, Declan. Mach's gut. Und immer schön weitertreiben. Tschüss, Blippi. Du hast recht, Debo. Das ist eine Känguru-Kreuzung. Und wir sind in Australien. Man kann also nie wissen, wann ein Känguru vielleicht reinhüpft. Wow, was für ein spektakulärer Sprung. Ich frage mich, wie hoch kann ein Känguru springen?
Tolle Idee! Wir werden das Känguru fragen. Für dieses Abenteuer brauche ich Froschschenkel. Froschschenkel bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Wir sind im Outback, also lass uns ein Känguru finden. Hallo, Mate. Ich bin Rooney. Was führt dich mit deinem coolen Auto in diese Gegend? Hi, Rooney. Ich bin es, Blippi. Und das ist Debo. Wir wollen sehen, wie hoch ein Känguru springen kann. Freut mich, dich kennenzulernen, Mate. Also, ich kann so hoch springen wie dein Handy hier. Aber ich kann noch viel höher springen. Ich bin ziemlich hoch und super schnell. Du bist auch ziemlich schnell. Hast du Lust auf ein kleines Rennen, Mate? Das klingt spaßig. Alright. Lasst uns um den großen Sandsteinfelsen da unten rasen. Wir nennen ihn Uluru oder Ayers Rock. Er ist das Herz Australiens. Das ist so cool. Und der Erste, der wieder zurück ist, gewinnt. Die Wette gilt, Rooney. Übrigens, es könnten ein oder zwei Zäune im Weg stehen. Gut zu wissen. Komm schon, Blippi. Spring auf. Vorsicht! Der Zaun ist 2 Meter hoch. Guter Sprung. Bist du bereit, noch höher zu springen? Wie wäre es mit 3 Metern? Wow! Yeah! Wuhu! Juhu. Auf dem besten Springer, den wir je gesehen haben. Und jetzt habe ich die Antwort auf meine Frage. Wie hoch kann ein Känguru springen? Kängurus können bis zu 3 Meter hoch springen. Antwort hochladen, Debo. Das war lustig, Blippi. Wow! Ich muss mich abkühlen. Deshalb lecke ich mir den Arm. Das ist so ein Känguru-Ding. Bye, bye. Bye, Mate. Ich sehe den Mond, die Sterne und ist das ein Planet? Oh, tatsächlich, Tabs. Wow, es gibt ein ganzes Gebiet da draußen im Weltraum mit Planeten und der Sonne. Das nennt man das Sonnensystem. Ich frage mich, welche Planeten es im Sonnensystem gibt. Gute Idee, Tabs. Lass uns in den Weltraum fliegen. Ich brauche einen Raketenbooster. Raketenbooster bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Jetzt ist es an der Zeit, Planetengröße zu bekommen. Voxel! Richtig, Tabs, wir sind im Weltraum. Wow, ein Meteor. Hey, ich bin's, Blippi. Willkommen im Weltall. Ich bin Mary, der Meteor. Ich bin hier, um alles über die Planeten in unserem Sonnensystem herauszufinden. Es gibt 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Dann wollen wir sie mal kennenlernen, oder? Am nächsten an der glühenden Sonne sind die beiden kleinsten und heißesten Planeten, Merkur und Venus. Wow, ist das heiß! Wir sollten gehen. Der 3. Planet ist deine Heimat, die Erde. Hi, Mama! Und dann ist da noch der Mars, der rote Planet. Der Mars ist rot, weil er mit rostiger Erde bedeckt ist. Huh? Atschi. Das ist ganz schön viel Staub. Weiter geht's. Als nächstes kommt der Riese Jupiter. Größer als alle Planeten zusammen. Aber er macht mir keine Angst. Huh? Wir sollten gehen. Wir sind jetzt ganz schön weit weg von der Sonne. Willkommen bei Saturn und seinen Ringen. Wow, sie sehen wunderschön aus. Können wir näher rangehen? Ja, natürlich. Wow. Wow, 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 yeah, yeah. Warte, wir sind noch nicht fertig. Zu deiner Linken ist Uranus, Milliarden von Meilen von der Sonne entfernt. Ziemlich kalt. Und nun ein Applaus für den am weitesten entfernten, windigsten und kältesten Planeten. Neptun. Blippi?
Wow, ich habe die Antwort auf meine Frage. Welche Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Antwort hochladen, Tabs. Danke für die Tour, Mary. Das war toll. Bis dann, Blippi. Zeit für einen Schauer. Einen Meteoritenschauer. Tschüss, Mary, der Meteor. Ein Vogel, der in der Nacht fliegt. Das ist eine Fledermaus. Ich frage mich, wie fliegen Fledermäuse im Dunkeln? Gute Idee, Debo. Lasst uns in der Nacht fliegen. Ich werde Flügel und Spinnenbeine brauchen. Flügel, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Wow, welche Lichter sind das denn? Hey, ich bin's, Blippi! Ich habe meine hellen Scheinwerfer angemacht, um dich zu finden! Oh, hey Blippi, ich bin Matt, die Fledermaus. Ich wollte gerade los, um meine Lieblingsflugstrecke zu fliegen. Willst du denn mit? Na klar! Ich habe mich gefragt, wie Fledermäuse im Dunkeln fliegen. Oh, das kann ich dir zeigen. Aber eins, Blippi, keine Scheinwerfer. Verstanden. Wohoho, es ist so dunkel. Rick, lauf, pass auf. Wow. Blippi, habt ihr den Baum nicht gehört? Nein, ich habe nicht. Warte, hast du gesagt, den Baum gehört? Ja, ich kann alles hören, was mir im Weg steht. Passt auf. Felsen. Wow, wie machst du das nur? Fledermäuse haben eine besondere Fähigkeit, die Echoortung. Ich mache Geräusche, die an Gegenständen abprallen und ein Echo erzeugen. So kann ich feststellen, wo die Gegenstände sind und wie weit ich von ihnen entfernt bin. Wirklich, Debo? Du hast auch eine Echoortung, weil du ein Roboterhund bist? Na dann lass uns das nutzen. Lass uns fliegen! Wow! 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 Ja! Wow! Ja! Wee! Wee! Oh, schön geflogen, Leute! Danke! Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie fliegen Fledermäuse im Dunkeln? Echoortung! Fledermäuse geben hohe Töne von sich, die an Gegenständen abprallen, um ein Echo zu erzeugen. So können sie sicher hören, wo sie sich im Dunkeln befinden. Antwort hochladen, Debo. Jo, es ist Schlafenszeit. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu fliegen, Blippi und Debo. Du schläfst mit dem Kopf nach unten? Wahnsinn, Fledermäuse sind unglaublich. Ciao, ciao, Matt, die Fledermaus. Heute ist es so heiß draußen, aber mein Eis am Stiel schmilzt auf meiner Hand. Ich frage mich, warum Eis am Stiel in meiner Hand schmilzt. Was, Tabs? In den Eiscremewagen gehen und einen Experten fragen? Das ist eine tolle Idee. Ich brauche Flügel, den Baggerarm und Entenfüße. Flügel, Baggerarm, Entenfüße, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lass uns rausfinden, warum mein Eis am Stiel immer in meiner Hand schmilzt. Schrumpfen! Wuhu! Ich bin im Eiswagen. Hi, willkommen in meinem Viertel. Ich bin Cherry Pop. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Hi, Cherry, ich bin's, Blippi. Ich habe mich gewundert, warum mein Eis am Stiel immer an meiner Hand schmilzt. Das weiß ich, aber lass uns zunächst ein bisschen Eis haben. Alright, wuhu! Wir gehen auf Eistour! Und jetzt auf die Streuselrutsche! Und Schokoladensauce schnorcheln. Cherry, schmilzt du?
Ja, ich schmelze, weil mir sehr warm ist. Aber ich werde im Gefrierschrank abkühlen. Und dann geht es mir gleich wieder gut. Eiskalt. Hey, wie läuft's da drinnen, Sherry? Es ist eisig kalt. Jetzt bin ich startklar. Es sieht super eisig da drinnen aus. Ja, aber es ist cool, kalt zu sein, wenn man ein gefrorenes Dessert ist wie ich. Meine ideale Temperatur ist beim Gefrierpunkt bei 0 Grad Celsius. Wenn ich so schön kalt bleibe, schmelze ich nicht. Gut zu wissen. Ich verstehe, du bist wie mein Eis am Stiel von vorhin. Als es aus dem Gefrierschrank und in der Hitze des Blippi-Mobils war, ist es auf mir geschmolzen. Klingt so, als hätte dein Eis am Stiel mich besuchen sollen. Du hast recht. Das heißt, wir haben die Antwort auf meine Frage. Warum schmilzt mein Eis in meiner Hand? Das liegt daran, dass Eis am Stiel schmilzt, wenn es zu warm wird. Deshalb bewahren wir es im Gefrierschrank auf. Antwort hochladen, Tabs. Sherry, vielen Dank für dieses total leckere Abenteuer. Das war so cool. Schön cool bleiben, Blippi. Bye, bye. Wow, diese Biene scheint wirklich fleißig zu sein. Das gilt auch für diese. Und diese da auch. Sie sind alle so beschäftigt. Ha, naja, außer diese da. Diese Bienen sind damit beschäftigt, Honig zu machen. Ich frage mich, wie Bienen Honig machen? Ja, lass uns in den Bienenstock gehen. Ich werde Flügel und den Baggerarm brauchen. Flügel, Baggerarm bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Jetzt müssen wir nur noch wie eine Biene aussehen und noch kleiner werden. Schrumpfen! Du hast recht, Tabs. Die Zunge der Biene steckt in der Blume. Hey, ich bin's, Blippi. Das ist Tabs. Ich habe mich gefragt, wie du Honig herstellst. Hi, Blippi. Ich bin Bija. Honey, du bist genau am richtigen Ort. Ich benutze also meine Zunge, um diesen süßen Nektar zu trinken. So beginnen die Bienen, Honig zu machen. Okay, Zeit, in die Bienenstadt zu schwören. Folge mir. Spoiler, viele Bienen arbeiten hier. Da drin ist es wie in einer Honigfabrik. Bijan, kauen die alle hier Nektar? Aber sicher doch. Ich muss kauen, um den Honig zu bauen. Durch Kauen wird er dicker und so viel leckerer. Ich hab schon wieder gereimt. Und nach dem Kauen gibt es dann den Honig? Nein, nein, es gibt noch mehr zu zeigen. Wir kauen und dann schlucken wir. Der Nektar bleibt in unserem Bäuchen, wird zu Honig, den wir dann in die Waben geben. Die Honigwabe? Yep, wir lagern den Honig in den Honigwaben. Vielleicht kann ich etwas Honig probieren. Oh je. Das sieht vielleicht komisch aus, aber durch das Schlagen mit den Flügeln machen wir dickeren Honig. Das ist eine Sache mit Bienen. Wow. Ja, Tabs, ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie machen Bienen Honig? Sie bekommen Nektar von Blumen, kauen ihn, lagern den Honig in ihren Mägen, füllen ihn dann in eine Wabe und schlagen darüber mit den Flügeln. Antwort hochladen, Tabs. Bye, Bijan. Schön, dass es dich gibt. Bye. Yeah. Wow, dieser Vogel trägt eine Menge Zweige mit sich. Genau, Debo. Sie bringt sie zu ihrem Nest. Ich frage mich, wie bauen Vögel ein Nest? Gute Idee! Lasst uns dem Vogel folgen und sehen, ob er es uns zeigt. Ich werde Flügel und einen Greifarm brauchen. Flügel, Greifarm, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Debo. Oh nein, was ist mit deinem Nest passiert? Hallo, Blippi und Debo.
Ich bin Jody. Mein Nest wurde letzte Nacht durch einen Sturm beschädigt. Oh, keine Sorge, Eierchen. Mama ist auf einer Mission, um unser Nest wieder aufzubauen. Wir haben uns gefragt, wie du das Nest baust. Ich könnte einen zusätzlichen Flügel gebrauchen, um auf meine zwei Eier aufzupassen. Dibo würde das sehr gerne machen. Aha, danke, Dibo. Also, Blippi, kannst du mit mir kommen, um Vorräte zu holen? Gras, Schlamm und Zweige? Sie sind alle in der Nähe von Jakes Haus. Also müssen wir ihn beschäftigen. Sehr unfreundlich. Los geht's! Oh, schönes Fingerchen. Jody, wie sieht's mit dem Gras aus? Gras erworben. Zeit, den Schlamm zu holen. Schlamm landet im Nest. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Zweige vom Ende dieses Astes. Er schon wieder? Zeit zum Bauen. Zuerst mache ich einen Kreis aus Zweigen und Gras und füge dann weitere Zweigkreise übereinander. Wow, du benutzt deinen Schnabel, um es zu bauen. Der Schlamm ist wie Klebstoff, der das Nest zusammenhält. Dein Nest ist fantastisch, Jody. Und ich kenne die Antwort auf meine Frage. Wie bauen Vögel ein Nest? Vögel wie Jody finden natürliche Dinge wie Gras und Zweige. Dann benutzen sie Schlamm, um das Ganze zusammenzuhalten. Antwort hochladen, Dibo. Tschüss, Blippi und Dibo. Danke für eure Hilfe. Ciao, ciao, Jody. Tschüss, Eier. Wow, seht euch diesen riesigen Wolkenkratzer mit dem Kran daneben an. Richtig, Dibo. Ich glaube, er hilft beim Bau des Gebäudes. Ich frage mich, wie kann ein Kran beim Bau eines Gebäudes helfen? Tolle Idee! Wir werden mit dem Kran reden. Ich brauche einen Greifarm und ausfahrbare Beine. Greifarm, ausfahrbare Beine, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Beine hochfahren. Wow! Hi, bist du hier, um mir zu helfen? Hey, ich bin's Blippi und das ist Dibo. Klar, ich helfe dir. Und wie heißt du? Ich heiße Karim. Karim der Kran. Das ist heute mein erster großer Job und ich bin etwas nervös. Das verstehe ich. Neue Dinge auszuprobieren macht mich manchmal auch nervös. Wir werden dir helfen, wo wir nur können. Ich drehe meinen Mast, meinen großen Körper und dann fahre ich meinen Klüver aus. Der Klüver ist mein langer Arm. Jetzt kann ich meinen Haken benutzen, um diese wirklich schweren Ziegelsteine aufzuheben. Wow, ich kann das Schwingen nicht stoppen. Hab dich. Oh, danke, Blippi. Ich lerne noch, aber ich krieg das schon hin. Jetzt kannst du mir mit dem Dach helfen. Das ist das große Glasviereck da unten. Glas ist sehr zerbrechlich. Du schaffst das. Ja, ich tue es. Ich tue es wirklich. Und jetzt hoch mit dir, Karim. Oh, ach du meine Güte, pass auf da unten! Ich hab's. Und jetzt lass uns den Job zu Ende bringen. Ja, genau. Macht es nicht Spaß, Karim zu helfen? Hey, wir haben's geschafft. Und ich weiß jetzt die Antwort auf meine Frage. Wie ein Kran beim Bau des Gebäudes hilft. Kräne heben schwere Materialien an, damit sie für den Bau super hohe Gebäude verwendet werden können. Antwort hochladen, Dibo! Yeah! Danke für alles, Blippi. Tschüss! Mach's gut, Karim! Ich wusste, dass du ein toller Kran sein würdest. Hm,
ich liebe Schokolade. Nur ein kleines Stückchen ab und zu. Liebst du sie auch, Debo? Oh, warte. Hunde dürfen keine Schokolade essen. Die tut ihren Bäuchen weh. Ich frage mich, wie werden Schokoriegel gemacht? Tolle Idee! Wir können in diese Schokoladenfabrik gehen, um es herauszufinden. Ich brauche Flügel, ein Hovercraft und einen Propellerantrieb. Flügel, Hovercraft, Propeller, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Auf geht's zu den Schokoriegeln in der Schokoladenfabrik. Hey, oh, ihr seid gar keine Kakaobohnen. Ich brauche sie, damit wir anfangen können, Schokoriegel zu machen. Nein, ich bin keine Bohne. Ich bin Blippi. Und das ist Debo. Hi, Blippi. Hi, Debo. Ich bin Coco, der Schokoriegel. Willkommen in meiner Schokoladenfabrik. Danke, Coco. Ich werde gerne sehen, wie Schokoriegel gemacht werden. Können wir mit dir mitkommen? Aber klar doch. Es beginnt alles mit Kakaobohnen. Ha! Diese Bohnen stammen von Pflanzen. Aber wie wird aus den Bohnen ein Schokoriegel? Indem sie auf eine kleine Reise gehen. Zuerst ein Bohnenbad. Als nächstes werden unsere Bohnen geröstet und getoastet. Dann werden sie zu winzig kleinen Bohnen verarbeitet. Unser Bohnenpulver wird dann mit Zucker und Milch vermischt, damit es süß und weich wird. Oh. Juhu! Komm schon, Debo! Zeit zum Skifahren! Nein, aber das wird lustig! Das ist Schokoriegel, Debo! Nachdem die Schokolade in Riegelform abgekühlt ist, wickeln wir sie ein. Und schon ist sie fertig. Tada! Wow! Ihr seht euch beide sehr ähnlich. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie werden Schokoriegel gemacht? Kakaobohnen werden gewaschen, erhitzt, zerkleinert, mit Milch und Zucker vermischt und dann zu einem Schokoriegel abgekühlt. Antwort hochladen, Debo! Danke für die zuckersüße Tour, Coco. Jederzeit. Ciao, Blippi. Tschüssi. Salat. Oh, danke, Tabs. Ich wusste nicht, dass dieser Salat in meinen Zähnen steckt. Ich denke, eine Zahnbürste würde helfen. Ich frage mich, wie benutzt man eine Zahnbürste, um seine Zähne zu reinigen? Tolle Idee! Wir können eine Zahnbürste in einem Mund treffen. Ich werde Flügel brauchen. Flügel bestätigt. Gehen wir auf Erkundungstour! Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Es ist Zeit zu schrumpfen, um in einen Mund zu gehen. Schrumpfen! Wir sind in einem Mund. Richtig, Tabs. Wir brauchen eine Möglichkeit, diese Zähne zu reinigen. Würde eine Bürste helfen? Hi, ich bin Peter Putzi. Und du bist? Hey, ich bin's Blippi. Und das ist Tabs. Ich will herausfinden, wie man eine Zahnbürste zum Zähneputzen benutzt. Nun ja, da bist du genau bei der richtigen Bürste. Steig auf und ich zeige dir, wie du deine Zähne am besten putzt. Okay. Hey, Peter Putzi, ist das Zahnpasta auf deinem Bürstenteil? Yes, Sir. Es hilft, die Zähne gesund und frei von Nahrungsmitteln zu halten. Okay, so putzt man die Zähne. Zuerst putzen wir die Vorderseite. Also, kleine Kreise auf jedem Zahn. Woohoo! Okay, das war die Vorderseite. Gehen wir jetzt zur Rückseite. Drehen, flippen. Kleine Kreise, runter, rein. Lasst uns noch mehr machen. Kreise, Kreise.
Kreise. Diese Zähne sind die Backenzähne. Ich nenne sie die Kautruppe, da sie die meiste Arbeit machen. Ich weiß, Tabs, Zähneputzen ist eine wilde Fahrt. Wow! Ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage, wie man eine Zahnbürste zum Reinigen der Zähne benutzt. Sie reinigt, indem sie die Vorder-, Hinter- und Zwischenräume aller Zähne in kleinen kreisenden Bewegungen putzt. Dadurch werden alle Speisereste aus den Zahnzwischenräumen herausgedrückt und die Zähne werden schön sauber. Antwort hochladen, Tabs. Danke für eure Hilfe, Blippi und Tabs. Vergesst nicht, zweimal am Tag jeweils für 2 Minuten lang zu putzen, damit ihr super schöne Zähne bekommt. Das werden wir. Danke, dass wir mitmachen durften, Putzi. Bye, bye.